Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story hier auf der Singleplayer Map mit dem Cupidtech Mod und weiteren anderen Mods. Die Folge davor, die werdet ihr leider nicht zu gesehen bekommen, denn ich habe es schon wieder verbockt. Ich habe aufgenommen und hatte keinen Sprachsound, also mein Voiceover war weg. Ach ja, ich hatte mal wieder an OBS rumgespielt und etwas an den Einstellungen verändert von den Tonspuren her, weil ich halt für VR-Gameplay eine weitere Tonspur machen wollte. Und naja, da habe ich irgendwie aus Versehen den Haken bei der Tonspur für mein Mikrofon rausgemacht. Und naja, da hatte ich wieder keinen Ton. Ich würde sagen, wir beginnen einfach ganz normal und fangen jetzt an, weiter mit dem Cupidtech-Mod rumzuspielen. Gut, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht, die ihr verpasst habt oder die ihr nicht sehen könnt? Und zwar habe ich hier diesen Brennofen gebaut oder Rennofen, Brennkammer, um genau zu sein, weil wir ja Eisen herstellen wollen. Wir brauchen das für die nächsten Maschinen. Und dafür habe ich dann auch unsere Brennkammer hier, die Electric Kiln, genutzt. Ich habe hier die Schamottziegel hergestellt aus dem Lehm. Und ja, hat ganz gut funktioniert. Ich hatte kurz ein Problem mit dem Mod. Ich musste ganz alle Gerätschaften nochmal abbauen. Hier, wie das hier zum Beispiel. Das hatte ich noch nicht abgebaut. Die Electronic Forge. Die zeigt zwar jetzt eine Information oben an, aber die zeigt halt quasi irgendwie nicht die richtige oder nicht die komplette Information an. Na, jetzt hat man ein bisschen mehr Infos. Das liegt daran, dass ich die Karte kurzzeitig mal ohne den Mods gestartet habe, weil sie hing. Und ich glaube, das hat dann diesen Mod hier etwas zerstört. Aber naja, wir haben auch etwas gegraben und haben ein bisschen was an Sachen abgebaut. Vieles davon war auch der Offscreen Julius, der hat uns zum Beispiel, ich muss kurz gucken, der hat uns, genau richtig, hier für Eisensachen hat er uns nämlich hier das Roteisenerz besorgt. Des Weiteren haben wir dann noch ein bisschen Braunkohle abgebaut und wir haben auch noch Kasseritit gefunden. Da sind wir mit mehreren Kupfergeologen hämmern unten in diese Höhlen rein, die ich da ausgehoben habe. Ich kann kurz zeigen, dort hinten geht's rein. Und ja, da haben wir einiges quasi gerissen. Ja, der Offscreen Julius hat in der Woche auch gearbeitet. Zwischen der Woche, sozusagen zwischen den Aufnahmen, und hat uns noch ein bisschen Kupferbarren hergezaubert. Diesen Zinkbarren, den hatten wir übrigens hier das eine Mal in der Wessel gefunden. Vor einigen Folgen, als wir dort unterwegs waren. Den habe ich nämlich hier drinnen liegen gesehen. Und jetzt wollte ich mal gucken. Achso. Cracked Vessel ist halt quasi einfach nur Dekoration. Gut, kann man so lassen. Na gut, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt erstmal an Eisen kommen. Dazu müssen wir es erstmal herstellen. Und ja, ich würde das mal entsprechend vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal schauen, was wir hier überhaupt rausbekommen. Aus diesem Roteisenerz. Das 98, ist schon 102 ist schon viel, muss ich jetzt sagen. Ist schon viel. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Holzkohle. 1100. Holzkohle haben wir hier. Gut, wie war denn das jetzt mit... Wie war das noch gleich? Ich habe hier... auch so kam jetzt hier zuerst das Eisen rein, ich glaube 20 20 können wir ja reinpacken. Nö, wir können mehr reinpacken. Wie kann man denn hier reinpacken? Vielleicht 100?
Nee, sogar mehr. Mist, das habe ich alles reingepackt. Naja, gut. Egal. Ich hau das erstmal rein. Zwei Nuggets sind verloren. Wir kriegen auf jeden Fall 5 von diesen Eisenluppen raus. Das wird auch jetzt eine Weile dauern, bis das quasi durchgeheizt ist. Und in der Zeit können wir halt mal noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar würde ich auch sagen, dass wir noch ein bisschen was vorbereiten, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel. Wir haben jetzt hier, guck mal, 16 Schrauben. Das bringt uns nicht mehr weit. Oder es bringt uns nicht weit. Lass uns mal noch ein paar Schrauben herstellen. Ich weiß, es ist anstrengend, aber was getan werden muss, muss getan werden. Also fangen wir mal an und heizen unseren kleinen Ofen auf. Ich hatte es übrigens ausgemacht. Hier ist noch Wasser drin. Das ist an. Und dann packen wir mal hier. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Nicht, dass ich wieder die falschen anheize. Screw. Brass is messing. So. Zack. Da geht er los. Und dann können wir ja quasi starten. Ich setze mal hier noch. Moment. Zack. Wenn es nämlich dunkel wird, wird es schon immer recht finster hier drin. Welche Erkenntnis, muss ich da sagen. Derzeit werde ich hier mal den kleinen Schönheitskorrektur machen. Ich habe ihn übrigens auch schon mal geskillt, und zwar bei dem Bergbau. Denn durch das ganze Mining haben wir ganz schön viel an Erfahrungspunkten gesammelt. Und ich habe die jetzt schon hierfür benutzt, für Erzschürfer, um halt etwas mehr Erze rauszubekommen aus den Sachen, die wir finden. Weil, es ist halt sehr rar. Ihr kennt es selber. So, wo sind wir denn? 900 noch was Grad. Dauert noch einen kleinen Augenblick. Richtig schön. Ich glaube, wie gesagt, dass das ein bisschen schneller geht hier. So. Und da. Schrauben. Zack. Gut. Wie gesagt, also, ich hatte ja letztens schon gesagt, es geht besser, wenn ich die Sachen hier runter arbeite, also quasi von einer Seite zur anderen, dass das schneller geht, als immer erstmal mit den Hammer die ganze Zeit drauf zu hauen, also mit dem großen Schlag, um das alles zu plätten. Wenn ich mich hier an die Seite stelle und das halt hier so runterhaue, dann kommen wir da auf jeden Fall besser voran. Und das geht dann auch relativ schnell. Wenn wir dann noch ein bisschen was an Erfahrungspunkten gesammelt haben, können wir auch hier noch bei dem Schmieden unseren Skill verbessern, sodass wir beim Schmieden noch ein paar kleine Reste zurückbekommen. Denn gerade Eisen, ne, ihr kennt es selber, ist halt recht selten. Und von daher sollte man es nicht verschwenden. Und jedes kleine Bit, was man halt bekommt oder was man aufheben kann, ist quasi Eisenwert. Nein! Oh. Jetzt hätte ich es beinahe wieder kaputt gemacht. Jetzt hätte ich es beinahe wieder versaut. Wieso kann ich denn das nicht? Wieso konnte ich den jetzt hier von dort hinten herholen, aber den nicht? Toll, jetzt haben wir es versaut, oder wie? Oder kann ich den hier rüber? Wieso kann ich den hier nicht? Machen wir das jetzt am besten? Toll, habe ich es jetzt versaut? Habe ich es jetzt echt versaut, oder was? Wenn ich jetzt hier einen wegnehme, kann ich den dann...
So, machen wir das. Puh, Schwein gehabt. Nee, geht doch nicht. Scheiße. Verdammte Kacke. Wir kriegen es nicht mehr gelöst. Wir kriegen es nicht mehr hin. Das ist doch Mist. Jetzt schieben wir das zwar von hin und her und, ich hatte das doch... Ich hatte das doch letztens... Habe ich das doch hingekriegt, dass ich hier auszusehen was weggeballert habe? Und dann habe ich das wieder... Moment. Wenn ich den... Nee, das geht auch nicht. Wenn ich den hier wegmache... Den quasi hier vor. So. Ach nee, jetzt schiebe ich das... jetzt schiebe ich das einfach nur hin und her. Och nö, das ist doch ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Warum? Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich denn das Teil nicht? Warum kann ich das nicht rausnehmen? Wieso kann ich das so eine Seite... Och Mann. Ja, wir haben es versaut. Ich werde das irgendwie versuchen zu richten. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Also, was heißt richten? Ich werde einfach neue Sachen schmelzen. Und dann müssen wir das halt weghauen. Gut, die ersten 12 Schrauben haben wir schon drin und jetzt machen wir mit den nächsten weiter. Ich habe jetzt nochmal zwei Blöcke draufgepackt. Jetzt haben wir natürlich zwei Messingbarren verballert. Vielleicht kann man das ja, ich hole es nochmal, ich habe es nämlich reingeworfen, vielleicht kann man das ja nochmal einschmelzen oder sowas. Ich weiß es nicht. Müssen wir testen. Ich mache das jetzt hier fertig und dann sehen wir uns gleich, würde ich sagen. Gut, jetzt geht's hier weiter. Ich versuche mal das jetzt hier ohne einen Fehler zu machen wegzuklopfen. Und da bin ich ganz konzentriert. Ganz, ganz, ganz konzentriert. Ich werde auch keinen Mucks sagen. Und ich werde immer nur einen Schlag pro Bit hinsetzen. So, gut, 24 Schrauben haben wir jetzt und ich muss mal gucken. Das wäre natürlich cool, wenn man das nochmal irgendwie einschmelzen könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, man kann es nicht nochmal reinschmelzen. Das finde ich schade, dass man das nicht einfach nochmal einschmelzen kann. Ich könnte es zwar jetzt hier draufpacken, aber das bringt uns jetzt nicht viel. Naja, wir können es draufpacken. Aber, naja, ist halt so. Gut, Schrauben haben wir jetzt auch schon mal. Und... Wie gesagt, das hier wird noch eine Weile dauern. Holzkohle. Da gibt es leider keine Anzeige, wie lange noch. Von daher müssen wir einfach mal warten. Wir haben es aber jetzt auch schon 17.30 Uhr. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach mal die Nacht überspringen. Also, ich warte. Ihr überspringt es einfach. Und dann sehen wir uns gleich. Vielleicht ist es bis dahin fertig. Bevor ich jetzt schlafen gehe. Ich habe hier Reste, Messingreste bekommen. Wir haben scheinbar doch schon geskillt. Warte mal. Verarbeitung. Metallverarbeitung. Ach hier, Metallrückgewinnung. Da habe ich tatsächlich schon einen Punkt hingesetzt. Warte mal. Verlernabklingzeit. Wenn ich hier drauf drücke. Irgendwas passiert da. Warum? Hä? Ist das so gewollt? Ist das richtig? Keine Ahnung. Na gut, wir werden einfach mal abwarten, wie gesagt. So, wir haben es um 7 und ich habe jetzt auch schon was gegessen. Und das hier ist auch fertig, so wie es aussieht. Jawohl, zumindest kommt da kein Qualm mehr raus. Und jetzt gucken wir mal, was wir dort rausbekommen haben. Es glüht sogar noch. 5 Eisenluppen, das ist gut. Und wir bekommen 2 Nugget Rot. Ah, das ist gut. Das geht nicht verloren. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Könnte ich das hier schon draufsetzen? Theoretisch schon, ne? Jetzt könnte ich
Jetzt könnte ich hier schon mit den Hammer drauf rumklopfen, oder? Geht das? Geht das schon? Das geht schon auf jeden Fall. So, da müssen wir aufpassen, weil hier müssen wir schon wieder vorsichtig sein, wie so ein Schießhund. Unser erster Eisenbarren sozusagen, den wir uns hier zusammenklöppeln. Bald können wir das alles etwas automatisieren, würde ich jetzt mal behaupten. Müssen wir mal gucken. Aber ist schon eine coole Sache, wie man das hier alles herstellen kann, ja, oder wie man das machen muss. Finde ich besser als bei Minecraft, wo man das halt einfach irgendwie, naja, das Spiel, ich vergleiche mal, wir lassen das einfach, wir vergleichen Minecraft nicht mit Vintage Story und andersrum, weil zwei Spiele legen den Fokus auf was ganz anderem und ja, wir lassen es einfach. So, da steigt auf jeden Fall der Schmiedeskill, würde ich mal behaupten. Einer ist fertig, der andere ist da oben drauf und den anderen nutze ich die Restwärme, um das hier fertig zu machen. Da können wir vielleicht schon gucken, was wir dann als nächste Maschine, eine Metal Press oder so, würde ich cool finden. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal gucken. Wir müssen sowieso mal schauen, dass wir dann eine größere Eisenader finden, weil das hier, was ich gefunden habe, es war halt echt wenig. Das war so gut wie nix. Da haben wir jetzt 5 Stück rausbekommen und naja, ihr habt ja gesehen. Habt ihr nicht gesehen. Zumindest ist es erstmal mein. Gut. Na, super. Habe ich noch einen Hammer? Nee, Kacke. Ach, wir hätten einen Hammer herstellen sollen. Na gut, dann würde ich das jetzt erstmal tun und ja, dann müssen wir das hier weitermachen. So, neuer Tag, neuer Hammer, neues Glück und wir versuchen es nochmal. Okay, weiter geht's. So, die 5 Eisenbarren sind jetzt durch und jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir an Ressourcen brauchen. Metal Press. So, Soft Metal Press, Metal Plates, Screws, Rods, LVs. Was hatte ich denn gesagt, was wollten wir denn machen? Hardened Metal Press, Metal Plates. Heavy Mold Metal Press. Heavy Mold Metal Plates. Insert Sneak Hand into Metal Press to change the type molds or not returned. Moment. Die bekommt man nicht zurück. Okay. Schrauben brauchen wir ja die ganze Zeit. Immer wieder. Und von daher würde ich auch sagen, dass wir zuerst mal so eine Soft Metal Press machen. Beziehungsweise, was gibt es denn noch an... Schade, dass man hier nicht einfach sagen kann, ich möchte mir das alles anzeigen lassen hier. Blöcke und Gegenständen. QP. Toll. Metal Press. Jetzt muss ich mich wieder hier durchklicken, weil ich es wieder nicht weiß, wie Ressourcen heißen. Bronze, Maschinenhüll. Okay, ich habe auch Maschine falsch geschrieben. Machine.
Was können wir denn da alles herstellen? Gucken wir uns das einfach mal der Reihe nach an. Wir haben Clayformer. Der Clayformer. Wir könnten den Clayformer bauen. Locksplitter. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ich hätte ja schon Bock auf diesen Locksplitter. Wahrscheinlich kriegen wir dann auch mehr. Ist ein effizienter, ist es effizienter, steht da. Und den Clayformer. Bei den Clayformer können wir, glaube ich, dann mit hier anschließen, soweit ich das weiß. Hier brauchen wir auch nur die Maschinenhülle und eine Platte, Eisenplatte. Okay, gut. Und für den Clayformer. Ja, da brauchen wir die Kredenzien, da brauchen wir noch zwei Motoren, müssen wir dann zwei Motoren noch bauen. Okay, na gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, da bauen wir einen Locksplitter und einen Clayformer. Ich werde mal aufschreiben, was wir alles brauchen, dass wir für die nächste Folge vorbereitet sind und gucken, ob ich das dann schon vorbereite oder ob wir das zusammen machen. Wir haben ja Schrauben und ein paar Sachen haben wir auch noch da, das können wir eigentlich machen. Von daher würde ich sagen, machen wir für diese Folge erstmal Schluss. War ein bisschen durcheinander, ohne so ein bisschen planlos, aber wir brauchten ja auf jeden Fall erstmal Eisen. Das haben wir hinbekommen, 5 Stück. 5 Barren sollten erstmal für die 2 Sachen ausreichen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön.